Und hier haben wir jetzt schon das neue Pet Simulator 99 Update. Oben steht schon bei für die nächste Area. Und die nächste Area, die gönne ich mir natürlich auch, indem ich einmal... Ah, ihr seht, schon einige neue Regionen. Zu Area 149 gehe und mir dann die nächste Area freikaufe. Danach habe ich natürlich kein Geld mehr und muss das nächste Geld wieder erspielen. Wobei ich noch genug habe für die nächste Area. Und ihr wisst ja, bevor ich mir den Rebirth hole, farme ich natürlich immer ein paar Areas weiter, weil meine Pets ja gut genug sind dafür. Ihr seht, die Leiste da oben geht sehr, 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 sehr schnell hoch. Das heißt, ich kann mich weiterkaufen und ich kaufe mich natürlich so weit weiter, bis es nicht mehr geht, kaufe mir dann von den Pets, die ich in der Region habe, ein paar, damit ich den Rebirth schnell hinter mich bringen kann. Und damit das ein bisschen schneller geht, haue ich mir einfach mal von allen Tränken ein bisschen was rein hier. Einfach mal ballern, Leute. Einfach mal gönnen. Ich würde sagen, Area 153 sollte reichen. Ich gehe auf Autofarm. Ich hau mir einmal eine Magnet Flag rein. Eine reicht. Und dann gehe ich wieder zurück zu den Eiern. Denn jetzt schauen wir uns das erste neue Feature an. Ah ne, das habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Das kommt natürlich erst mit dem Update. Hier kann ich erstmal nur ganz normal Ex-Hatchen, so wie man es kennt. Ich mache mir auch mal Auto-Hatch rein, damit ich ein bisschen mehr hatchen kann. Aber ich sollte gleich ein Full-Team aus neuen Pets haben, die viel schneller farmen. Shiny Chance ist gestiegen. Geilo. So, und jetzt gönnen wir uns natürlich den Rebirth. So, jetzt machen wir aber den Rebirth. Hä, warum ist die... Achso, weil Rebirth gestartet hat. Kann ich jetzt schon freikaufen, please? Mist. Okay, wir sind da. Haben gerebirthed. Meine Pets sollen schon mal farmen. Ihr seht auch, es gibt ein neues Exclusive-Act. Die haben da jetzt eine Tafel gemacht. Außerdem, natürlich, wer innerhalb der ersten 10 Minuten nach dem Update gejoint ist, bekommt hier unten rechts, seht ihr, ein neues Hype-Gift. Man muss aber 45 Minuten lang spielen und für jedes Level, für jeden Rank, den man hat, kriegt man ein Hype-Gift. Ich krieg 22, weil ich Rank 22 bin. Und ihr seht, in den Hype-Gifts hat man ein bisschen Huge-Chancen, aber man hat auch Chancen auf Trash, wie es auf den nächsten Seiten zu sehen ist. Also, so krass wird es jetzt nicht sein. Wir kaufen uns jetzt erstmal durch die ganzen neuen Areas hier, beziehungsweise erstmal durch die ganzen alten Areas. Auf die neuen Klöpfe gehe ich dann auch gleich ein. Okay, wir sind jetzt da angekommen, wo wir beim letzten Mal waren. Und der Rebirth ist so gut wie nie geschehen. Ab jetzt können wir nochmal weiterfarmen. Ich kann ganz normal die Areas wieder freispielen. Und ich kann vielleicht auch mal auf die Global Events eingehen. Wir klicken auf Global Events und noch nichts passiert. Okay, meinetwegen. Ich krieg keine Global Events. Aber ich krieg unten überall, dass ich neue Areas freigeschaltet habe. Und dann diese Quests hier freischalte. Und ich glaube, ich sollte halt schon die 100 Sachen abbauen, bevor ich immer in die nächste Area gehe. Also bei den Global Events wäre das ungefähr so wie bei den Clan-Quests, die wir hier aus Clan kennen, dass man halt solche Quests hat und ab Level 25 kriegt man ein Global Event Gift oder Egg, ich weiß nicht mehr, wo die Chance auf ein Huge Pet drin ist. Oh oh, meine Pets fangen an langsam zu farmen. Ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet, ich klicke hier auf Autofarm, mache das schwarze Loch an, fahre mir eine Magnet Flag rein und gehe einmal zur Forge Machine, weil die Forge Machine ist auch neu. Hier kann man Items zusammen craften und zwar diese drei. Der Charmstone, würde ich sagen, lohnt sich überhaupt nicht. Hier kann man zum Beispiel schlechte Charms reinpacken. Zum Beispiel der blöde Agility Charm kann man reinpacken und daraus dann einen Charmstone machen. Aber man braucht 100 Stück. Also nehme ich zusätzlich noch, ja, den Bonus Charm. Und dann hat man einen Charmstone. Und aus einem Charmstone kriegt man dann einen Charm wieder zurück. Also das lohnt sich nicht wirklich. Was sich vielleicht lohnt, ist eine TNT Crate. Weil hier kann man einfach TNT zusammen craften. Ihr seht aber, aus 13.000 TNT kriege ich nur 67 TNT Crates. 1,17 Millionen zu 61.000. Aber das finde ich ganz cool. Und die Large Gift Bags kann man auch zusammen craften. Aber auch die werden sich wahrscheinlich nicht lohnen. Ich crafte mal alle zusammen. Kleine Gift Bags im Wert von 24 Millionen Rab. Ich kann nicht lesen. Werden zu Large Gift Bags im Wert von 7,62 Millionen Rab. Aber man kann sagen, da kommen dann auch schon bessere Belohnungen raus. Inwiefern sich das mehr lohnt, ich glaube tatsächlich gar nicht wirklich. Das ist eher so eine Maschine, an der man Items verschwenden kann. Aber gerade das mit den TNT finde ich eigentlich ganz cool. Wenn man zu viel kleines TNT hat und gerne größere TNT-Crates haben wollen würde, dann wäre das auf jeden Fall was. Ich werde jetzt meine Pets hier nochmal farben lassen. Platziere hier nochmal eine Magnet Flag. Und dann öffne ich ein paar Eier, um euch jetzt zu zeigen, was es für neue Egg-Hatch-Möglichkeiten gibt. Und zwar anhand des besten Eggs. Das wir erstmal freischalten.
Okay, hier kann ich jetzt hatchen, aber es gibt auch Hatch Settings. Dafür klicken wir hier links auf die Hatch Settings. Sehen Auto Hatch kann ich anmachen, weil ich den Game Pass habe. Und dann gibt es Charged Eggs. Da sind die Eggs lucky. Ich glaube, da kommen dann einfach bessere Sachen raus. Dafür kosten die Eggs aber 20 mal so viel, wie sie normalerweise kosten. Mir also vollkommen egal. Und es gibt Golden Eggs. Dann kommen da nur goldene Pets raus, was ich überhaupt nicht brauche, da ich ja sowieso den Game Pass habe. Aber die Eggs würden 50 mal so viel kosten. Mathematisch gesehen eher ein Verlustgeschäft, aber man spart sich auf jeden Fall Zeit. Ich öffne jetzt einfach mal so viel ich kann. Und das ist auch schon alles, was ich öffnen konnte mit dem Geld, das ich hatte. Und ihr seht, ich schalte den nächsten Area ziemlich schnell frei. Mein Auto-Hatch geht automatisch aus. Das ist so ein Quality-of-Life-Feature inzwischen, welches aber nicht so hundertprozentig durchdacht ist. Neue Mastery. Ja, es gibt auch neue Masteries, aber halt nur mal neue Masteries für die Sachen, die es halt so gibt. Schaufeln, Angeln. Ich dachte eigentlich schon, dass die Angel-Mastery beim letzten Mal kommt. Dann eine Keys-Mastery, die mich ein bisschen überrascht hat. Und eine Forge-Mastery, die ich hier tatsächlich gar nicht sehe. Ich dachte, es gibt eine Forge-Mastery. Aber die ist hier scheinbar nicht dabei für diese Forge-Maschinen, wo man Items verschwendet, um andere Items zu bekommen. So, dann können wir uns wieder neue Areas leisten, weil ich mir ja Pets aus der aktuellen Area geholt habe. So, hier gibt es das Enchant Empower Ring. Hier gibt es also so ein paar Enchant-Maschinen. Die zeige ich euch auch mal. Ihr könnt einmal hier bei der Enchant Essence-Maschine Bücher in Enchant Essence verwandeln. Zum Beispiel gibt es solche Bücher, die man nie braucht, wie Magnet 1. Kann ich für 3 Millionen in 36.000 Enchant Essence verwandeln. Machen wir einfach mal. Habe jetzt Enchant Essence bekommen. Und dann gehen wir rüber zu Empower-Maschinen. Und hier kann ich zum Beispiel ein Treasure Hunter-Buch für 7.200 empowern. Dann ist es für 8 Stunden halt verstärkt. Ihr seht, ein normales Buch, Stufe 8, macht 75% mehr Drops von Breakables, während das jetzt 62% mehr macht. Kann man ja mal machen. So, ich habe das jetzt empowered. Kann dann meine Bücher reingucken und wähle hier jetzt das Empowered Buch aus als Treasure Hunter und dann kriege ich theoretisch ein paar mehr Treasures. Auch erklärt. Perfekt. Jetzt gehen wir nochmal weiter. Farmen, soweit es geht. Und in der nächsten Area kann ich dann noch ein schwarzes Loch anschmeißen, wodurch ich mir dann doch vielleicht nochmal die nächste Area leisten kann, weil das ist das Einzige, wofür sich das schwarze Loch Ultimate lohnt, um in Areas Breakables abzubauen, für die Pets einfach zu schlecht sind. So, also machen wir das mal. Ihr seht, es geht ordentlich hoch, weil das schwarze Loch nur für solche Fälle, aber immerhin für irgendwas zu gebrauchen ist. Vielleicht noch eine Area? Nee, das schwarze Loch hat aufgehört zu funktionieren. Schade. Kriegen wir die Kiste hier wenigstens abgebaut, wenn ich meine Maus wiederfinde? Niemals kriegen wir die Kiste abgebaut. Okay, ich packe meine Pets hier hin. Ich gebe den Pets dann natürlich auch wieder eine Magnet Flag. Und wir können uns die XP Potions anschauen, weil hier kann man XP Potions craften. Einmal den Huge Potion. Kostet 50.000 Gems, 5 Magic Shards und 10 XP Charms. Und dafür werden dann die Huge Pets... Ah nee, das gibt einem Huge Pet deiner Wahl 10.000 XP. Ah, okay, interessant. Titanic gibt dann einem Titanic Pet deiner Wahl mehr XP. Mastery. Ah, mein Gott, damit kann man wirklich gezielt... Ich dachte, dadurch erhöht man dann für eine Weile die... Okay, das ist interessant. Das ist echt interessant. Damit kann man dann eine Mastery hochhauen. Ich mache einfach mal ein. 3 Tech Keys, 12 Coins Bücher. Das ist eine Menge. Aber ich erstelle einfach mal eins. So, ich habe jetzt ein Mastery XP Potion gecraftet. Gehe dann auf Potions, hab dann hier, wo ist er? Oder ist er bei meinen Items dann drin? Nö, ist er nicht. Hier, ich habe ihn nur nicht gesehen. Der Mastery XP Potion, klicke ich jetzt rauf und kann jetzt eine Mastery auswählen. Und ich gebe, diese Mastery würde dann Level 94 werden. Das bringt mir nicht wirklich was. Pets Mastery erhöht Daycare Speed. Nee, was hätte ich gerne? Vielleicht die X Mastery? Damit kriegt man nochmal extra X, wenn ich näher komme an die 99. Aber ich, also 10.000 XP bringen mir halt überhaupt nichts. Ich brauche viel mehr davon. Meine 483.000 werden zu 493.000. Ist nur nicht... Doch, jetzt ist es aktualisiert. 493.000, also minimal nach vorne gegangen, als ob ich 10.000 X gehatcht hätte, was halt auch nicht lange dauert bei mir. Also schon ziemlicher Waste, ehrlich gesagt. Es lohnt sich vielleicht, um kleine Masteries, die man nie macht, hoch zu boosten, aber so eher nicht. Aber besser als nichts. So, öffnen wir jetzt natürlich nochmal ein paar X. Kann ich mir keine X leisten, oder? Okay, es lädt. Es lädt immer noch. Okay, wir warten. Wir warten, Leute. Okay, da kam gerade irgendwas. Hä? Das Spiel ist verbuggt. Das Spiel ist einfach verbuggt, Leute. Darf ich jetzt mal die Eggs hatchen? Okay, wir tun einfach so, als hätte ich die Eggs gehatcht. Ich kann nicht zu Cyberpunk City gehen, weil ich gerade im Egg-Hatch-Ding drin bin. Ist das euer Ernst? Pet-Simulator, was soll denn das? Ah, okay. Interesting, okay. Ich denke, ich muss Pet-Simulator einmal neu starten. Kann ich wenigstens... Oh, perfekt. Ich kann in die normale Welt. Da muss ich es nicht komplett neu starten. Meinte, der speichert sich jetzt auch, wie lange ich drin war im Spiel? Oder ist mein Reward komplett weg? Weil wenn mein Reward jetzt komplett weg war, dann ist das ein Scam, Leute.
wollt. Okay. Ja, okay. Da unten die Leiste ist noch da. Ich muss noch 22 weitere Minuten. Und was ist denn hier los? Was ist mit mir los? Hallo? Also... Hallo? Attempt to index nil with C-Frame. Used Rocket True. Derselbe Fehler sorgt jetzt dafür, dass meine Pets mir nicht richtig folgen können. Also irgendwas hat keinen C-Frame. Vielleicht... Oh nein, was ist, wenn ich irgendein Pet gehatcht habe, das verbuggt ist? Was ist, wenn eins dieser Pets hier einfach verbuggt ist und deswegen nichts funktioniert? Das finden wir ganz einfach heraus, indem ich Toggle Teams Mode mache und dann dieses Team auswähle und dann nochmal zurückgehe in die Tech World. Jo, die Pets laufen mir jetzt wieder ganz normal hinterher. Das bedeutet tatsächlich, dass es verbuggte Pets gibt und wenn man die Pets ausgerüstet hat, dann funktioniert das Spiel einfach nicht. Oh Mann, ey. Aber dafür gibt es natürlich eine Lösung. Ich kaufe mir jetzt die nächste Area. Und hol mir dann nochmal die nächste Area. Hol mir das Ding hier. Lass meine Pets hier farmen und ich hol mir jetzt einfach die Pets aus der Area, die dann hoffentlich nicht verbuggt sind. Dann kann ich normal weiterspielen. Oh Mann, ey. Als ob die verbuggte Pets im Spiel drin haben. So, die Pets habe ich jetzt gehatcht. Ich gehe wieder auf Equip Best. Ich kaufe direkt nochmal ein paar weitere. Und es funktioniert. Okay, Spiel funktioniert. Es gibt nur ein paar Pets, die keinen C-Frame haben. Beziehungsweise, was heißt, die keinen C-Frame haben? Die einfach nil sind. Irgendwas, was einen C-Frame haben sollte, ist nil. Gut gemacht. Meint ihr, das fällt Pet Simulator schnell auf? Das sollte eigentlich schnell auffallen, weil die diesen Error ja sicher schnell in der Konsole überall sehen können. So, die Kiste ist abgebaut. Wir gehen in die nächste Area rein. Und dann sollten wir das Spiel doch bald durchhaben, oder? Wie viele Areas gibt's noch? Noch zwei weitere Areas, dann sind wir durch. Okay, aber wir sind schon wieder an einem Punkt angekommen, an dem es nicht vorangeht. Also natürlich wieder Magnet Flag, Tech Spawn. Und einfach hoffen, dass die nächsten Eggs, die ich hatche, nicht mehr verbuggt sind. Und da oben seht ihr Area direkt wieder freigeschaltet. Und die letzte Area schalten wir dann auch blitzschnell frei mit den Eggs, die wir gerade gehatcht haben. Wenn meine Pets da sind, jetzt sind die Pets da und sie ist freigeschaltet. Perfekt. Und damit haben wir das neue Pet Simulator 99 Update durchgespielt. Und diese Dominus-Schränke sehen aber weird aus. Also ja, ich verstehe, die sollen aussehen wie ein Dominus, aber nee, das ist echt nicht mein Fall. Naja, egal. Autofarm an, Auto-Hatch an mit den Charged Eggs. Dann natürlich wieder eine Magnet Flag rein, ein paar Früchte reinballern. Ihr macht das hier und ich hole mir jetzt ein paar der besten Pets, die es im Spiel gibt. So, ein paar Dominus-Pets. Gibt es auch wieder den Blurred Dominus? Ich weiß es nicht. Okay, das sollte reichen. Ich habe jetzt eine Menge Dominus-Pets. Mein Team ist auf jeden Fall voll mit Dominus-Hippomelons. Dominus-Hippomelons sind das drittschlechteste, aber auch das drittbeste, abgesehen von Active Huge-Pets. Also kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ich würde davon jetzt auch ein paar in die Daycare packen. Das ging da jetzt schon wieder ab. Wisst ihr, was das war? 550 Lucky Level sollte auf jeden Fall reichen. Und dann gucken wir, ob es jetzt die Global Events gibt. Jetzt gibt es die Global Events, so sehen sie aus. Fill up the bar by completing the quest. Und dann sehen wir die Quest Break 5 randomly spawned Coin Jars in the best area. Das heißt, das müssen Coin Jars sein, die zufällig gespawnt sind und keine Coin Jars, die man selbst platziert hat. Das ist mal wieder eine Quest, die man einfach AFK abschließt, indem man in der besten Area farmt, so wie ich es gerade mache. Perfekt, nehmen wir einfach mal hin. Hier muss jetzt einfach ein Coin Jar spawnen. Das muss abgebaut werden, dann geht mein Fortschritt hier voller. Und wenn ich dann auf Stufe 25 bin, also 25 Quests abgeschlossen habe, dann kriege ich ein Global Event Gift und in dem Global Event Gift gibt es die Chance auf ein Huge oder eine Huge Lunar Morph. Es gibt dann auch noch Leaderboards für den Server und weltweit für diese Dinger, wo noch niemand drinsteht, weil noch niemand das Ding hier abgeschlossen hat. Aber ich werde es auf jeden Fall nicht verfolgen. Das wird jetzt so nebenbei herlaufen und vielleicht kriegt man irgendwann mal eine Belohnung. Ist eigentlich ganz cool, dass es eine weitere Möglichkeit gibt, Free Huge Pets zu erspielen. Mach Exclusive Egg Gamble. Aha, gar kein Bock auf Exclusive Egg Gamble. Wie viel kosten die denn? Oh ja, stimmt, das hier kann ich mir natürlich gönnen. Hier kann man eigentlich gamblen. Aber ich sehe gerade keine coolen Belohnungen für das 50 Robux-Tier und ich will nicht drauf gambeln, dass danach was kommt. Also nö. Das Sketch Egg. Okay, das Sketch Egg kennen wir schon mit Doodle Pads. Nee, so irgendwie gar keine Lust darauf jetzt zu gambeln, Leute. Dann gibt es halt noch Exclusive Boards. Dieses Buch hier ist neu, das Lightning Orb Buch. Ist halt ein ganz normales Orb Buch, nur dass es jetzt Blitze verschießt. Kostet auch nur 400 Robux. Das erste Mal seit Jahrhunderten, dass die ein günstiges Verzauberbuch hier raushauen. Sonst immer so ultra teure Bücher, die ich mir auf keinen Fall holen werde, auch wenn da Last Chance steht, also wirklich. Na gut, ein Eck hole ich mir, aber aus dem Eck will ich jetzt auch ein Titanic-Pad bekommen, Leute. Aus dem Eck will ich jetzt ein Titanic-Pad. Ich habe noch nie ein Titanic-Pad gezogen, jetzt wird es aber langsam mal Zeit. So, gib mir Titanic. Please, please, please. Wird größer, größer, größer werden. Nein, es ist Müll, es ist ein Sketch-Corgi. Bruh, bruh. Ja, 400 Robux gewastet. Sketch-Corgi ist, glaube ich, 85% so stark. Ja, ist das Schlechteste, was ich kriegen konnte. Ich bin enttäuscht. Naja, günstig. Ja, 400 Robux ist nicht günstig, aber jetzt einfach mal im Vergleich zu diesen horrenden Preisen, die da sonst so drin sind, ist es günstig. Hä, als ob ich schon so viel Quest dann habe. Krass. Noch eins. Nein, das war's jetzt mit den Gamblen.
Ich kann einmal, okay, ich werde noch einmal hier, aber nur weil es 50 Robux kostet hier oben, das werde ich gamblen, so. Ich kaufe mir das Forever Pack, 50. So, da drin ist dann ein Glittering Charm, ein Bundle of Enchants, Lucky Egg Potion. Und jetzt sehen wir hier hinter Super Lightning, bringt mir nichts, Tap Power bringt mir nichts, Golden Shovel bringt mir auch nichts, Diamond Sphere bringt mir auch nichts und dahinter kommt wahrscheinlich auch nichts Besonderes, also nee, nochmal nicht. Das war's. Pet Simulator hat genug Robux von mir gesehen. Ich werde mich nie wieder finanziell davon recovern. Es ist vorbei. Es ist vorbei, Leute. Pet Simulator hat mich arm gemacht. Hier oben möchte ich jetzt aber noch meinen Shiny Relic haben. Dankeschön. Es war halt ein ganz normales Update. Es hat ein paar neue Features rausgebracht, die man halt wirklich nicht braucht. Die meisten sind nur dafür da, um Items zu verschwenden. Finde ich ein bisschen schade. Nicht wirklich ein neues Gameplay, das irgendwie Spaß bereitet. Naja, schreibt mir mal eure Meinung zu dem Update in die Kommentare. Außerdem könnt ihr auch das Video hier anklicken. Bis dann und ciao!